Okay, da sind wir wieder. Können wir weitermachen. Drückst du schon weiter? Da sind wir zurück. Ja, ich drück weiter. Alles klar, 3, 2, 1, los. Wieso sagst du 3, 2, 1, los, wenn ich weiter drücke? Achso, war ich auch nicht. Ja, ich bin fertig hier, ne? Ey, wie kannst du so talentiert in, wie kannst du so talentiert in OT sein und dennoch so gut aussehen? Verrate mir dein Geheimnis. Ja, verrate ihm dein Geheimnis. Verrate dem Mann dein Geheimnis. Mein Geheimnis ist. Lange schlafen. Lange schlafen. Geil. Geil, das ist ein Geheimtrick. Ja. Übrigens, jeder, der ein Problem damit hat, dass Werbung läuft oder ein Adblock anhat, ist ein Arschloch. Damit verdiene ich mein Geld. Hitblock? Hitblock. Genau. Der blockt Hitbox. Okay, denn wenn Werbung läuft, dann sollen sie kurz stumm machen. Oder? Ich weiß, dass der Schlaf ist. Ja, warum? So ein ausgedehnter Keggy-Schlaf, der hilft dann immer. Okay, jetzt kommt die Story. Ich kann weiter Pizza essen. Pizzabrötchen, geil. Da Günther sehe ich. Läuft die geile Sequenz. Also, wer die Geschichte noch nicht kennt, auf Englisch, hier ist sie. Wer sie bei mir verpasst hat, der kann sie bei dir jetzt nochmal gucken. Der kann sie bei mir jetzt nochmal gucken. In der Wiederholung. Ja. Kannst du mir mal wieder erklären, wie du es schaffst, anderen Leuten versehen, ihr auf Twitter zu folgen? Meine dicken Wurstfingerchen sind zu groß für diese Tastatur auf dem Handy. Und dann mache ich manchmal so und dann. Oh, scheiße, gefollowt. Wieder weg. Dicke, weißt du, was meine Lösung dagegen ist? Was? Ich hab ein Riesenhandy. Ja, mein Handy ist auch da schon sind nicht die Button so groß. Mein Handy ist auch schon nicht klein, ich hab ein S3. Mit meinen Wurstfingern wächst auch mein Handy. Ja. Damit alles gleich bleibt quasi. Natürlich. Was hast du für ein Handy? S3. Aber boah, ist gar nicht mal so klein. Did you understand well the story I just told you? Yes. Handy ist auf No-Go drin, Alter. Einerseits bin ich ja froh, dass bald diese ganzen Texte aufhören und man nicht mehr so vollgelabert wird. Mhm. Auf der anderen Seite muss man dann Gameplay zeigen, ne? Ja. Ach nein. Ja, genau, hallo. Galaxy Note ist für mich was für die anderen Galaxy Mini ist. Ne, tatsächlich habe ich ein neues Handy, ein LG G4. Und das ist auch relativ riesig. Muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Okay. Hab erst überlegt, wie der SJ das Galaxy Note Edge zu holen. Okay. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ach, ist nicht schlimm, ist doch günstig. Meinst du das S6 Edge oder das Note S? Ja, das Note Edge. Kostet irgendwie 600 Euro und dementsprechend sind die Verträge halt auch scheiße. Ja, so ein Vertragsmensch, ne? Ich weiß ja nicht, wie du das hast. Ich hatte jetzt lange Zeit einen Vertrag. Aber ich bin lieber so Prepaid-Sachen, tatsächlich. Wie der Typ im Hintergrund so steht, so, ja, ich stehe hier. Was muss ich denn hier machen? Ich muss hier nach oben, glaube ich. Weißt du, was du als nächstes machen musst, Ricky? Ja. Scheiße. Du nicht? Ja, ich hab so eine Ahnung. Bin mir nicht ganz sicher. Hallo, Impa? Alter, die spitze Titten, die sehen fast aus wie... Prepaid ist der Shit. Ja, das hat man halt wenig, ne? Das heißt wenig, bist halt auch... Wie wäre es, wenn ihr alle Hühner sammelt? Ich hab grad kurz überlegt, dass ich mich da hingelaufen auch, aber nee. Ich glaube, man muss doch alle Hühner sammeln, war das nicht so? Ja. Ach stimmt, ja, dann sammle ich jetzt mal alle Hühner. So eine Fakerei passt nicht, ne? Du hast meinen Stream auch offen, ne?
Nee, tatsächlich habe ich dein Stream nicht offen. Achso, ja, dann hol ich mal die Hühner. Weil, genau, weil mein Internet ja so gut ist, kann ich nebenbei noch eben schon deinen Stream laufen lassen. Achso, ja, stimmt. Ich kann das, ich kann gucken, was du gerade machst. Müsst ihr nicht sammeln, aber es würde euch helfen. Wieso kriegt man den ganzen Herzcontainer und nur ein Herzteil? Man kriegt eine ganze Flasche, Mann. Wie eine Flasche? Man kriegt einen Clay. Wobei eine Flasche heißt ja, eine Fee haben, ne? Deswegen. Ich mach die Hühner. Ach bitte, Typ, hör auf mich voll zu labern. Wahrscheinlich war das. Also okay. Dann hol ich erstmal die Hühner. Ist ja voll easy, die zu sammeln. Ja, mach mal. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Hühner sind. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Hühner sind. Hey, wofür brauchen wir auf jeden Fall auch einen Huhn? Red ist so Death Maul. So. Weißt du was? Ich mag es eigentlich echt lieber in Zeldas Nebenquests zu machen, ne? Ich weiß nicht warum. Warum hasse ich Dungeons so sehr? Wie kommt das? Na, die Dungeons sind halt düster und so, ne? Ja, und die Nebenquests sind so in den Städten und so, wo die schöne Musik läuft. Cool. Ich muss da hinten. Ich glaube, ich werde mir echt mal Majora's Mask antun. Ich glaube, das ist dann perfekt für mich eigentlich. Oh, ist noch ein Hühnchen. Hier war unten eins, glaube ich, in der Kiste. Komm her! Hast du schon was beschrieben, was ich das falsch gemacht habe? Nee. Gut, dann ist alles gut. Keiner was sagt, das also. Ja. Warum kann er sich eigentlich nicht mal kurz eben irgendwo oben festhalten, dieser fucking Link? Was soll denn das? Das ist ein verschissenes Problem. So, du kommst mit. Das hatte ich ja gerade meine ganze gut gemachte Zeit, die ich jetzt gerade mit den Rückwärtslaufen gemacht habe, versaut. Komm ich da rüber ohne Huhn? Ach, wir haben es gerade wirklich, du Hühner, ne? Ich denke mal, das werde ich auch machen. Naja, so eine Fee ist schon cool, ne? Eine Fee ist schon nice, Adreißer. Nee, da komme ich nicht ohne Huhn rüber. Mal ganz ehrlich, wenn dieser Multiplayer funktionieren würde, ne? Ich würde immer so gerne mit dir zugammern. Peen. Welcher Multiplayer? Es gibt einen Zelda Ocarina of Time Multiplayer Mod. So ähnlich wie die von Mario 4. Das sieht ja auch so ähnlich schlecht. Bestimmt noch schlechter, ich glaube, die sind noch nicht fertig. Oh yeah. Das wäre der Shit. Wie viele Hühner habe ich denn jetzt überhaupt? Sind es vier Stück da drinnen schon? Ne, es sind drei. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Typ ist mit dem Hühner. Vier, fünf, ein Huhn fehlt. Fuck. Ah, hier. Wieder. What should I do? So, ich hoffe doch, ich kann hier rüber. Oh nee, wie funktioniert denn das? Ach, ich muss gar keine Quest von dir annehmen, ne? Ich muss sie einfach nur da reinschmeißen, oder? Naja. Also, du musst dich, glaube ich, einmal anquatschen, das weiß ich nicht genau. Ocarina of Time Duel Force Heroes. Hä? Ich musste da irgendwie hier rüberspringen, war das nicht so? War das falsche Erinnerung? Da habe ich falsche Erinnerung anscheinend. Da spielt mein Gehirn mir einen Streich, das finde ich ja nicht nett. Wenn ich durch die Tür gehe, sind denn die Hühner wieder despawned? Ich glaube ja. Muss man von hier aus dahin? Nee, geht ja gar nicht. Okay, ich stehe auf dem Schlauch. Cool. Ja, okay. Wie war denn das? Kann man die Kisten oben verschieben? Ja, in Richtung Zaun. Nicht helfen. Jetzt hört mal auf, es ist gut jetzt, okay? Ich mein's ernst. Jetzt Schluss mit helfen. Achso, ich muss das Huhn wegwerfen, ne? Ne, wobei. Ja doch, ich muss mich ja festhalten, deswegen muss ich das ja wegwerfen, oder?
Also wir haben, das finde ich ein bisschen lame, wenn mal alles einen vorgesagt wird. Wir müssen nochmal selber herausfinden. Wenn wir mal fragen, ist ja okay, aber haut uns nicht immer bitte gleich die Antworten raus. Das wäre der Shit. Dankeschön. Auch du, Destiny Phoenix, bist damit gemeint. Und tschüss. Aber es wird immer noch ein Huhn. Das ist wahrscheinlich oben, ne? Hauptsache, die Hühner gehen nicht wieder zurück an ihren Ursprungsort. Ich glaube, den einen musst du durch die Tür gehen. Ah, hier oben ist es. Regie, das war ein netter Versuch. Alter, ich wäre fast in den Brunnen gefallen. Ah, da ist ja noch Wasser drin, Gott sei Dank. Du, wer weiß, was mit den Hühnchen dann passiert wäre. Ja. Ah, ist das schön. Hühner sammeln. Das ist der Spaß des Lebens. Das ist der Spaß des Lebens. Und warum macht man dann schwarzes Loch? Was ist die schwarze Loch da unten links? Hier rein. Nee. Wohl nicht. Da gibt's einen Huhn. Deine Mutter gibt einen Huhn. Hast du jetzt schon alle Hühner zusammen? Ja. Gibt es denn nicht? Warum bist du instant schneller? Nein, ich bin noch nicht fertig. Was? Kann ich nicht zählen? Es sind doch 6. Achso, man braucht 7. Ah, okay. Wo ist der 7? Scheiße. 7 Stück? Das war jetzt rhetorisch gefragt. So. Wie viele Stück sind das denn? 6 Stück oder was? Dachte ich, ja. Also, hab ich falsch gedacht. Scheiße. Nein! In die Haustür gegangen? Nein, schlimmer. Oh, die Hühner sind aber noch da. Halleluja. 1, 2, 3, 4. Sag mal, wo ist denn das verflixte Huhn? Wie viel hast du jetzt gefunden schon? 5. Ah, nee, oder? War da nicht gerade 1? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernstspiel. Was denn? Ach, nix. Ich hab noch das letzte Huhn gefunden. Achso. Freut mich für dich. Dankeschön. Ich hoffe, du findest deins auch bald. Danke. Da oben ist einfach noch ein Huhn. Da-da-da. Schade. Okay. Aber ich glaube, ich gucke jetzt wirklich mal in das Loch rein. Deswegen klaue ich mir wieder ein Huhn. Guck mal, ich bringe hier die Hühner wieder. Und dann bin ich so ein Arsch und klau wieder eins. Was willst du denn in ein Loch gucken? Na, das Loch, was du da vorhin gesehen hattest. Ja. Da will ich mal reinschauen. Ach, scheiße. Und einer hat es bestimmt im Chat das zweideutig gesehen. Ah, ein Huhn fehlt noch. Viel Erfolg bei der Suche, Ricky. Ist es im Brunnen? Was mach ich denn hier für eine Scheiße? Ich hör's ja, Emmy. Ich hab das Gefühl, dass in dem Loch nichts Bringendes ist. Na, schauen wir mal. Du musst ja immer noch ein Huhn sein. Yay! Ah,
am Anfang hatte ich ja schon mitgenommen. Wo ist schon hin? Oh, wann brauche ich eigentlich? Ich nehme erstmal mit. Ich will mal wegschmeißen. Ich glaube, da oben war doch eins, ne? Ich habe halt echt Angst, dass wenn ich da durch Türen gehe, dass es resettet. Ja, kann passieren. Ach, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ah, das ist so offensichtlich und ich sehe es nicht. Eins, zwei, drei, vier. Gandalf, gib mir einen Tipp. Ich glaube, wenn Gandalf mir einen Tipp gibt, dann ist das ein. Dann sterbe ich davon, oder? Also, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist halt immer dieses. Oh, so, oh, schnell helfen. Ich möchte doch mal bitte, dass ihr da ein bisschen durchgreift. Ja, ich meinte, das ist wegen Gandalf, wegen dem Namen. Ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Das ist halt nervig. Wir wollen, ja, naja, ich hab's ja schon. Ich bin ja schon hintergekommen. Ich schätze mal, dass dieser Tipp gebracht hätte, dass ich da hinkomme, wo ich hin wollte. Ja, trotzdem. Ist das sehr nervig. Da komme ich noch nicht hin. Ich find's ein bisschen doof. Ja, also kein Backseat-Game. Nee, ja, mich der Tipp, so kriegt man keine Views. Es sei denn, wir bitten drum, weil wir wirklich auf dem Schlauch stehen. Ja. Aber und manchmal frage ich auch so rhetorisch eher. Ja. Wo muss ich denn hin? Dann frage ich das aber mich selber, dann überlege ich noch. Ja, wenn wir euch fragen, könnt ihr antworten, bevor bitte nicht. Warte mal, komme ich hier schon weiter? Ja doch, hier komme ich weiter. Hier muss ich auch hin. Wo bist du denn schon? Bist du in einem Dungeon? Nee. Nee, Ricky. Also so schnell bin ich noch nicht. Hätte sein können. Und Kofod, damit die Leute wissen, was ich an den Helm dafür ist. Kofod ist mega Pimmel. Also, wie war denn das nochmal? Bin ich hier schon durch? Die Frage ist natürlich. Hast du dir das Schild geholt? Nee. Ich weiß noch. Ja, ich hole mir mal. Oh, halt die Fresse jetzt. Wow, was für eine Kamerafahrt. Ach ja, er braucht ein anderes Lied. Ja. Ja. Mhm, ja. Ich brauche Geld. Ey, dann bin ich ja falsch hier, oder? Ganz dringend hier bin ich falsch. Das kann nicht sein. Tut mir gerade klar, dass ich falsch gelaufen bin. Okay. Ich kenne mich nicht aus in dem Spiel. Nicht schlimm, ich auch nicht, weil ich weiß, was ich zu tun habe. Das ist gut. Verdammt, wieso weißt du, was du zu tun hast? Ja. Es ist wahrscheinlich die längere, aber die safere Variante, die ich jetzt nehme. Welche machst du denn? Das sag ich dir doch nicht. Ich zünd mal hier die Fackeln an, mal gucken, was dann passiert. Genau, zünd einfach mal alles an, das ist okay.
Was wichtig ist, ist halt, dass ich ein paar Rubine kriege. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Gab es hier nicht irgendwie so ein Shoot-Spiel oder sowas? Ein Skispiel? Schuhspiel? Skispiel. Mit einem Schuh? Nee, nicht mit einem Schuh, mit einem Skis. Das ist dein Problem. So, was passiert jetzt? Nee. Das ist ganz richtig. Ich brauche auf jeden Fall Kohle. Ja. Warte mal. Krass, Klaus folgt jetzt Maeve. Geil. Hm. Warte mal. Ich will schon mal kurz in den Chat gucken. Scheiße. Was ist denn? Kann der Backseat Gaming betrieben? Oh. Shit! Und Ricky weiß den Weg. Aber Ricky läuft denselben Weg wie ich. Nee, ich versuche was. Das heißt, ich bin ja richtig dann. Ach, ich bin noch ein Idiot. Soll ich das hier machen? Was ich mich genau, da gar nicht dran erinnern. Was genau suchst du denn? Das kannst du mir mal erzählen. Ich suche, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich finde das ein bisschen unfair, dass du meinen Stream nicht so Arschloch. Wo musst du denn hin? Sag ich dir nicht. Nee, Ricky, das machst du jetzt nicht. Du gehst jetzt nicht dahin, wo ich das denke. Oh nein, ich glaube, Ricky geht richtig. Ich muss da nicht reinspringen, warum versuche ich das überhaupt? Ich bin nur neugierig, was da drin ist. Ja, ich weiß, wo ich hin muss jetzt, glaube ich. Du kannst auch direkt zum Dungeon gehen, wenn du willst. Nein, kann ich nicht. Natürlich kannst du direkt zum Dungeon gehen, was bescheuert bei dir? Ich kann nicht direkt zum Dungeon. Könntest du aber halt direkt hingehen, wenn du willst. Nein, kann ich nicht. Versuch es erstmal das hier. Ja, ich muss, glaube ich, das Schwert ausholen. Ich bin so neugierig, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Natürlich will ich weiß, was ich mache. Ich müsste jetzt eigentlich zu den Goronen. Das ist ganz klar. Aber, da ich weiß, was in Gorone auf mich auf. Was da auf mich zukommt, will ich vorher das Schild haben. Ich gehe doch hier ein bisschen höher. Ganz einfach. Ich will vorher das Schild haben, weil ich genau weiß, dass ich beim letzten Mal da Probleme hatte im Race gegen Gollum und ich da deswegen extra nochmal zurückgehen musste. Obwohl ich schon im Dungeon fast fertig war. Deswegen hole ich das jetzt, mach es jetzt. Ah ja, da drin. Okay. Dann mach das hier. Na gut. Dann kann es sein, dass ich mich da gerade vertue. Es tut mir leid, dass ich ein Spiel nicht auswendig kenne, was ich noch nie gespielt habe. Was? Wieder hochspringen. Kann ich nicht. Ich will einfach das Schild haben. Oh Mann, ich bin so blöd, ey. Da vorne war noch, glaube ich, Geld drin, oder nicht? Oder. War hier vorne nicht. Da liege ich gerade. Das Dumme ist, ich kann nicht mal laut nachdenken, weil ich auch dir keinen Tipp geben möchte. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du auch gerade ein bisschen auf dem Schlauch stehst. Ja. Ich glaube, das, was ich tue. Nein, ich bin 5er dabei liegen lassen. Ich glaube, dass ich hier gerade tue, ist, glaube ich, dass ich schlauer war. Ich würde mich interessieren, was da drin ist. Ich bin viel zu neugierig. Jetzt reicht's mir. Ich will da jetzt nicht mehr reingucken. Fucking Skulltula. Ja, dann mache ich jetzt das, was ich denke. Nicht hier. Hoffentlich reichen 60 Rubine. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst vor dem, was ich jetzt mache. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg.
Gab es hier noch einen anderen Ausgang? Bist du hier das? Nee, nein, hier gab es keinen anderen Ausgang, oder? Alter, was bist du? Alter, was ist das denn? Nee. Alter Schwede, was ist das denn? Nein, das sieht nicht so aus. Ein Shop, Mann. Würde doch nur Navi aufblinken. Ah, hier. Kostet das 80 Euro. Habt ihr jetzt euren Spaß, den ihr haben wolltet, ihr Arschlöcher hier, Alter? Digga, ehrlich. Scheiße, weißt du, was ist denn los? Und nicht hier? Nur, dass sie dich bekommen haben, die kommen auch noch mich. Gratis dazu. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, die ich jetzt mache. Ich mach's einfach mal. Ich gehe jetzt weg von hier, weil ich hier nicht weiterkomme. Oder? Lass ihn einfach machen. Ich weiß nicht, was er tut. Sobald ich da bin, sobald ich das Schild habe, ist für mich alles okay. Ich brauche halt echt nur das Schild, weil ich sonst den Dungeon nicht schaffe. Das ist halt immer das Problem. Ja, wer kann sich in den Dungeon rein? Ja, du kannst doch nicht sofort in den Dungeon rein. Bist du bescheuert? Du musst erst. Du musst machen? Nein, du musst erst den großen Typen finden. Der redet der mit dir. Genau. Dann gehst du zurück, holst dir was ab und dann gehst du rein. Du musst ihn doch erst zum Tanzen bringen. Ja, genau, dafür brauche ich ein Lied. Ja. Und das kriege ich nicht da, wo der Dungeon ist. Nein, natürlich kriegst du das da nicht. Das kriegst du. Das sage ich dir jetzt, wo du es kriegst. Ja, ich weiß, ich krieg das. Ich weiß, wo ich das kriege. So. Bam. Dann gehe ich da jetzt weg. Ich mache das hier schon nicht ohne Grund. Aber ich habe das Problem, also ich habe ein bisschen Angst, dass es denn doch nicht so der Weg ist. Doch, das ist richtig, was du euch denkst. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schon machen kann, oder muss ich den Typen erst triggern? Oder kann ich da jetzt schon hin? Das können wir mal antworten. Muss ich den Typen erst triggern, oder kann ich da jetzt schon hin? Klar, was sonst? Ich glaube, ich mache gerade einen riesen Fehler. Okay. Wenn ich jetzt schon hingehen kann, dann gehe ich jetzt direkt erstmal hin. Obwohl, ich glaube, ich musste... Die Frage ist... Komme ich da? Oder muss ich den speziellen Weg von da aus gehen? Ich kann jetzt nicht einfach nur zurückgehen und dann von hier... Warte mal... Ich fühle mich gerade so richtig unwohl bei meinen Gedanken hier, bei meinem Weg, wo ich jetzt hinlaufe. Es gab ja eine Abkürzung. Ich glaube. Klar, Lost Woods. Oder? Oder hat das später mit einem Dungeon zu tun? Navi. Hardwood, sorry. Weiß ich, das habe ich nicht gelesen. Mann, Wolle, hör auf, sowas zu schreiben. Glaube ich, wo ich falsch oder was? Ich dachte, ich muss in den Wald jetzt. Oh, ich laufe falsch zum Wald, oder? Nee, doch nicht. Ich muss doch in den Wald jetzt, oder? Ja, aber du weißt schon, dass du nicht den normalen Weg gehen kannst, oder? Weil sie in einer Position ist. Ich glaube, welchen normalen Weg? Um mal ganz kurz zu sagen, ich glaube, du musst vom Gromberg aus, gab es, glaube ich, so einen Weg. Er kann den normalen Weg gehen. Okay, dann geht er jetzt auch noch. Gab es nicht eine Abkürzung vom Gron-Ding irgendwie? So, ist doch der Wald, oder? Ja, habe ich auch gedacht, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich glaube, den muss man mit Dingens abschließen. Bin doch hier richtig, oder? Aber wenn man da auch normal hingehen kann, es gibt eine Abkürzung, meine ich auch, ne? Hört auf, sowas zu schreiben, ich gehe doch richtig, oder? Ich gehe jetzt erstmal zum Gron. Das ist wieder Feuer. Ich gehe jetzt erstmal zum Gron. Fickt euch. Ich. Oh Mann. Ich geh jetzt erstmal zu mir holen. Bin mal gespannt. Ich glaube, das ist nicht richtig. Wie war das immer da, wo weiß ist, ne? Nee. Immer nicht. Alter, bist du auch gerade da? Also, ich muss jetzt kommen. Nicht immer da, wo weiß ist. Du weißt, wie das funktioniert, oder? Jetzt sag mir nicht, dass du nicht weißt, wie das funktioniert. Oh shit, das wollte ich nicht. Ich weiß, wie das funktioniert. Okay, das ist ja gut. Wie denn? Muss ich das hier machen? Das muss ich nicht machen, oder? Oder muss ich das machen?
Ah, oh, das muss ich machen, oder? Was denn? Muss ich das machen? Ich glaube, das muss ich nicht machen. Ja. Ich glaube, das muss ich nicht machen. Oder bringt der mir das bei? Ah! Ah, okay. Das war ja doch gut. Das war ja doch gut. Lass ihn ein bisschen da. Ich geh erstmal weiter. Ah, fucking Ocarina. Oh Gott. Odis, wieso schämst du dich fürs Gameplay? Du spielst es ja nicht. Du musst es ja nur sehen. Fremdschämen vielleicht, ja. Wenn mich der Rechte. Nein, ich drück auf ja! Ach man, ich Idiot! Muss ich mir das nochmal anhören, was sie sagt? Ach ja. Ich habe mir wahrscheinlich sogar gerade einen heißen Tipp gegeben. Aber ich habe nicht mitgelesen. Ach so, ja, ja, das kriege ich hin. Das krieg ich hin. So. Ah ja. Was will Navi dann? Oh, das war ja ein toller Hinweis. Danke, Navi. Frage mir eine Stelle. Ich kann die Bomben gar nicht aktivieren, ne? Scheiße hier. Ach, ich bin ein Idiot. Ich kann doch bestimmt. Ne, ernsthaft? Sie lassen sich halt einfach nicht. Ja. Ah nein, ich erinnere mich, hier war was. Ja, genau. So, die Leute es bei mir auch nicht lernen, wird es hier bei mir getimeoutet. Solange ich nicht frage. Ganz einfach. Das hat mir zwar gerade geholfen, aber trotzdem. Mehrfach gesagt, kein Backseat Gaming. Dankeschön. Und Irregular kommt auch nicht. Woo! Scheiße. Yes! Wie war das nochmal? Darf ich mal durch, Leute? Dankeschön. Oh, gleich kam was Unangenehmes, ne? Aua! Aber kann ich hier auch nicht umlegen? So. Hey, over here, huhu. Ricky, good to see you again. Listen to this whole truth. After blah. You want to hear this set again? No. Noch mal, Ricky, mach doch wieder. Nee. Hörst du ruhig noch mal an. Ah, jetzt kommt das Unangenehme, ne? Extra, der guckt, ob ihr euch die Kopfhörer jetzt richtig auf habt. Au. Ah, doch nicht, das kommt später erst, das Unangenehme, okay. Wenn man erwachsen ist. Okay. Guten Abend! Geh bin durch. Geh bin durch. Bin dir.
Nein, das, aber durch das Labyrinth. Alter, wie kannst du durch Button Smashen diesen scheiß Wolf besiegen, ja? Ich gehe da richtig taktisch ran, ja? Und du hämmerst da einfach drauf rum und kommst auch noch damit durch. Unverschämt, sowas. Waren hier nicht später diese... Laufen die hier schon rum, die Ficker? Alter, der Corner folgt mir jetzt. Geil. Was ist das Scheiß? Wie folgt denn? Arschloch. Willkommen, Corner. Ich hoffe, du genießt das geile Gameplay. Natürlich. Ha. Senpai noticed you. Alter, jetzt kann ich Saria immer anrufen, wenn ich möchte. Also, das heißt, hat sie mir ihre Handynummer gegeben, geil. Und das Schlimme ist, der komische Gorone möchte auch die Handynummer haben und geht darauf voll ab. Bisschen merkwürdig, oder? Bisschen, ja. Muss ich jetzt zurücklaufen? Ich glaube ja. Na, Saria, hallo. Ist auch Basalia, falls sich das beruhigt. Nee. Okay. Ärgert mich erst. Okay. Ja. I've been waiting for you, Ricky. This is the sacred forest meadow. It's my secret place. I feel this place will be very important for both of us someday. That's what I feel. If you play Valkyrina here, you can talk with the spirits in the forest. Would you like to play Valkyrina with me? Yes. Okay, try to follow along with the melody. I will play. Are you ready? Bla bla bla. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Goron-Tempel. Hast du das Schild? Nee, hast du das Schild? Ja. Wo hast du das gekauft? In der Stadt? Was meinst du, warum ich ganz Hyrule zurückgelaufen bin? Ich habe eigentlich genug Money, also kann ich eigentlich auch mal kurz das Schild holen, theoretisch. Wie viel Money hast du denn? Genug. Wie viel denn? 68? Reicht nicht. Wie reicht nicht? Das reicht nicht. Was, 100 oder was? 150. Nee. Doch. Das kostet 150, sind wir kein Teil. 150 oder 120, eins von beiden. Auf jeden Fall musste ich gerade ganz schön noch fahren. Deswegen habe ich die ganze Zeit noch draußen noch die Gegner gefarmt und das alles. Was ist los mit dir? Ja, lohnt sich das Schild? Das andere verbrennt. Ich weiß, ich habe es in Race gebraucht. Dann soll ich das auch nochmal holen, oder was? Musst du selber wissen. Wenn du es aber nachher ohne Schild nicht schaffst und ich bin erst schon im Dungeon, dann liegst du natürlich im Zeug, ne? Wenn du erst wieder ganz hinlaufen musst zum Hyrule. Ich bin ja gerade hier, ich könnte ja wieder den Geldtrick machen. Du fragst ja, wie machst du das? Sag doch mal, ich sag doch mal auch mal wieder funktionieren. Ich hab das Schild jetzt schon, was willst du von mir? Na, da gibt's zwei Vasen drin, die kannst du kaputt machen, da kriegst du jedes Mal 6 Münzen. Okay. Du musst nur raus und wieder reingehen. Das war so eine Filu-Taktik, also das ist nicht ganz Filules hier anscheinend. Aber beides ist Filules. Das ist halt kein Glitschen. Ich meine, ich gehe ja nicht durch eine Wand durch, die es nicht gibt oder so. Fucking Clay. So. Was ich hier mache, ist harte, ehrliche Arbeit. Das ist es. Da kennst du doch gar nichts von. Zwei Vasen kaputt machen und dafür 6 Münzen, Ruinen kriegen. So sieht's aus. Egal, ich brauche eh irgendwann das Schild, deswegen, ob ich es jetzt hole oder später. Man kann nur 100 Münzen haben, Ricky. Hast du gar keine Mods bei dir? Man kann nur 99 Münzen haben, Ricky, du Arsch. Ach so, vielleicht hat es auch eine 80 Rubine gekostet, das kann auch sein. Ficker, du. Das merke ich mir, Ricky. Das merke ich mir. Das war jetzt nur eine Kleinigkeit, die deinen Vorteil gebracht hat. Und ich werde es später richtig hart gegen dich ausführen wieder. Ich habe jetzt ein Gut. Fucking Ricky.
Oh Mann, oh Mann. Was, mit fremden Häusern gut machen, also ehrliche Arbeit, ja. In Hyrule schon. Hyrule. In Hyrule. Alter, in Hyrule. Wer kennt Hyrule nicht? Das gute alte Hyrule. Ja. Also machen wir das jetzt jeden... Also wollen wir das in die Tage nochmal machen? Aber dann halt um 21 Uhr starten bis 11 oder so? Ja. Morgen? Morgen? Ja, ich denke schon. Also wir können es ja immer spontan machen. Also morgen... Und nächsten Sonntag halt, ne? Ja, und, ja, Sonntag halt auch, ne? Also morgen 21 Uhr dann bis 11, 12 Uhr. Oder nicht? Ja. Okay. So, wo ist denn hier der Shop? Das ist nicht der Shop. Ja, meinst du, das ist bis 21 Shop. Uhr. Der Shop? Was? Na, wir, heute wird es 21 Uhr. Nächster Porsche-Shop. Aber ich muss ja auch noch aufnehmen, von daher trifft sie so ganz gut. Ich habe noch nichts aufgenommen getan. Das heißt, ich habe jetzt die Stream-Aufnahmen. Ja, Marike, wo ist denn hier der Shop? Ja, ist der direkt in der Stadt, direkt wenn du reinkommst, rechts. Der Typ mit dem Bart? Ja. Ach ja. Der Bazaar. 80 Rupees. Rupees. Mensch, da habe ich ja jetzt ein paar Münzen, ein paar Rubine über. Ist ja gut. Verdammter Ricky, ey. Ich könnte mir... Hä, wieso hat er mir nur 40 abgezogen? Hä? Er sagt, es kostet 80, aber ich habe nur 40 abgezogen. Die anderen werden noch mitgezählt. Ist das einfach Buggy? Scheiße! Habt ihr das gesehen, Leute? Wie ist denn das passiert? Ich habe das Lied vergessen. Wie, du hast das Lied vergessen? Da rechts, ah, okay. So. Nicht vergessen. Wollte schon meinen. So, dann muss ich jetzt wieder dahin. Oh, nee. Du playst Zarya Song. Nur tanz mal ein bisschen, mein Typ. Das gefällt ihm. Das ist ja geil drauf. Hat Ricky die Abkürzung von Veronias Lost Words nicht aufgemacht? Wurz nicht aufgemacht? Was für eine Abkürzung. Ja, aber ich wusste nicht mehr genau, ob ich fassen gehe. Kann man die nicht erst aufmachen, wenn man diesen Handschuh hat? Nein, du kannst einfach einen Feuerstick nehmen, damit die Bomben kaputt machen. Deswegen habe ich die wahrscheinlich gerade eingeholt. Fabrik geführt jetzt, ja. Das ist schrecklich. Geiles das ist ja grausam. Ne? Geiles Gefühl, ne? Oh nein. Na, so eine Scheiße aber auch. Das war wahrscheinlich wegen der Wache in Kakariko, welche sagt, dass man, wenn man mit ihm spricht, der Händler einen Sonderpreis für das Schild gibt. Ah ja. Also habe ich umsonst quasi meine Zeit da jetzt Ricky, wirklich verschwendet. Ich bin so viel leiser als Maeve, das ist nicht schlimm. Wie, du bist so viel leiser als ich? Ja, bei mir wahrscheinlich. Ich habe jetzt... Gib mal deinen Ton in Griff. Ja, mein Ton ist in Ordnung. Und gerade müsste weit wegkommen. Vor allem, das fällt nach 2 Stunden dann auf. Ich hab 2 Stunden. Oh, so. Ist auch nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Ich hab gerade. So, ich hab jetzt richtig hier. So, warte mal, so. Nee! Das kann nicht dein Ernst sein. Was denn? Ich hab einen Gerone von der Klippe geschubst. Ficker. Oh Mann. So, jetzt müsste ich wieder vernünftig Lautstärke haben. Wenn wir nach oben kommen jetzt. Oh, ich kratze in die Ecke. Oh je. Nein, Irregular, wir spielen das komplett. Nicht bis zum Ende der Kindheit. Ich spiele es komplett, nur halt auf mehrere Tage verteilt.
Und Leute, die halt den, das Gameplay nicht sehen konnten oder sowas, die können halt bei mir auch noch die Streamaufnahmen sehen. Geiler Scheiß. Ich glaube, Twitch nimmt das eh immer auf, ne? Weiß nicht, kannst du es auch hochladen, wenn du willst? Ich glaube, Twitch lädt das eh auf, nimmt es eh auf. Ja, dann lad das doch hoch auf Math Explorers. Oder man guckt sie auf Twitch an. Oder man lädt es auf seinen YouTube-Kanal hoch, damit da was kommt. Ich habe ja genug zu, was kommen könnte, wenn ich mal mich ransetzen würde. Ja, oder du machst einfach das, was einfach noch so nebenbei Gratis-Videos sind, so gesehen. Damit überhaupt was da kommt. Und nebenbei noch deine. Wie ging ja nochmal das Lied? Du machst so geile 15-Minuten-Parts daraus und dann bam, gib ihm. Ich lade zum Beispiel, ich lade die eine stundenweise hoch. Und da rechts, links, alles klar. Lade das nicht hoch. Oder lade das nicht hoch. Mir ist es egal, mach was du willst. Bin ich jetzt schon hier? So. Nein, ich lade das auch nicht hoch, Wallo. Für mich ist das einfach nur noch so ein Nebending. Ich habe ja zwei Videos, die normalerweise immer kommen und dann noch nebenbei halt noch die Streamaufnahmen. Das ist nicht so schlimm. Ja, aber bei mir wird es das zweite Video auf dem Kanal. Ja gut, okay, das ist... hast du schon recht. Listen, it looks like there are any many lava pits around here, so watch your step. So, kann man die nicht irgendwie besiegen, die Augen? Oh yeah! Yahoo! Ich habe dafür ziemlich oft Yahoo-Werbung gemacht, muss man mal sagen. Dance crazy! Jodong was für dich, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also, explodiert auf den heutigen Stream bezogen. Ne, heute bestimmen wir nur bis 21 Uhr. Haben wir das schaffen, den Tempel, bis 21 Uhr durch? Ja. Überhaupt jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich hab eher Angst vor dem Wassertempel. Ja, und den späteren, nicht den ersten, oder? Oh, ich hab vor allen Angst. Arschloch. Geiler Scheiß. Boah, ich werd ein richtiger Mann, ein real man. Jetzt schon? Bye. Ja. Wie? Du bist zum richtigen Mann. Wie denn? Ausgebildet. Du kannst doch nicht das Maschenschwert haben. Ja, nicht zum Erwachsenen, Mann. Zum real man. So. Ich hab nur 1,5 Herzen. Werde gebumst. Dann kann ich ja mal den Weg hier kaputt machen. So. Ist das die Abkürzung hier oder ist das ein anderer Weg? Das ist die Abkürzung. Nein, jetzt laufe ich auch noch durch. Nein, ich wollte. Fick. Gestorben. Ah! Nice. Hier ist der Erste, der stirbt. Ah, es hat mir die Hand wieder weh. Ich glaube, ich ziehe gleich die Schiene wieder. Hast du dich auf die Hand gehauen wieder? Ja, weil ich habe ich hab ja geklatscht und habe mich so mächtig geärgert. Hab so eine Scheiße. Ah. Ist da hinten schon offen? Ich hoffe. Nee, das schaffe ich nicht mit der Bombe. Ich nehm die Bombe auch wieder mit. Ah, ist aber. Ja? Geht weg. Ach, bitte. Nee, nicht hinlegen, werfen. Alter, legen, bitte. Dann ist so ein Clay. Sehr schön. Ich will dann auf dann hier, oder? Oi. Bist schon im Dungeon? Nee. Ich bin halt schon drin, ne? Natürlich jetzt riesigen Vorteil. Ja. Auch wenn ich nur 2 Herzen wahrscheinlich der wieder sterbe. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier mache. Ich hoffe, das ist hier ein Ausgang.
Aber was mache ich denn? Aber gemein, dass im Krug im 5er kein Herz war. Ja, war es ja doch echt. Wieso kommt gerade das Geräusch eines Secrets? Ach, weil ich ihn aufgehalten habe, den Typen. Wen hast du aufgehalten? Den Dicken hier, der hier rumrollt. Ah, okay. Egal, ich hoffe, ich komme jetzt hier zum Dungeon ganz schnell. Alter, wie viele Mauern sind denn hier noch? Och! Bitte dich, Link. Stell dich nicht so an. Bleib jetzt stehen und du legst auf den Boden. Sehr schön. Ist meine andere Wand? Bring it on. Bring it on. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht habe. Also ich glaube nicht, dass es hier durchgeht. Aber wenn es so krass beschützt ist, dann muss doch was praktischer sein, oder? Hier war ich noch nie. Bring it on. Ach nee. Ja, hab sie. Ich verschwende noch viel mehr Zeit hier gerade, Ricky. Ist nicht schlimm, ich hab schon den Zwischenboss. Also ähnlich. Oh. Okay, hier geht's nicht lang. Dann gehe ich jetzt halt einfach ganz normal den Weg raus und dann gehe ich ganz normal dahin. Und wo ist der normale Weg raus? Warte mal, kann man hier zum Wandeln? Nee, noch. Natürlich reicht das nicht. Hier kann man eh nur mit einem Enterhaken an. Okay. Okay. Dachte immer, es gab noch einen kurzen Weg zum Ausgang. Zum Dungeon, aber. Ich irre mich anscheinend. Mein Bild ist gerade unterhaltsam. Wieso das denn? Weil ich nicht klarkomme. Ich hoffe, du bringst mir das. Alright. Ja, das mir fängt ja irgendwas. Hm. Achso, das ist. Da muss ich noch nicht lang. Ah! Herzen! Ich muss durch so einen speziellen Gang. Ach, Mann! Wieso weiß Ricky sowas noch? Woher? Ich weiß nicht. Sag mal, du musst deine Bombe raufwerfen, um das Ding zu sprengen. Ja, ich muss ja. Wo ist denn die Bombe? Oben! Ja, wie komme ich nach oben? Da bist du besoffen? Aus der Stadt, oder? Oder muss ich aus der Stadt raus und dann nach oben? Du bist in der Kronenhöhle. Bin ich gerade rausgegangen, ja. So, und da oben sind noch drei Wege. Und das ein Weg, darauf musst du rausgehen, da ist ein Feuer. Nein, Quatsch, was erzähl ich da? Draußen direkt, wo du den Hauptausgang nimmst. Da direkt rechts. Ja. Da sitzt doch so ein Gerone. Ach da, ja. Ach ja, ups. Hubala. Los, warte mal. Heute schon? Kannst froh sein, dass ich ein Wollo bin und mir das einfach nicht erzählen würde. Ich hab's ja auch gerade in dem Moment gefunden, wo du es gesagt hast, ja? Ja. Er ist so. Oh, große Kiste. War easy, ey. Ich weiß aber nicht, ob du trotzdem noch den Weg zum Dungeon findest, denn das werden wir erst erfahren nach der Werbung! Ich bin schon drinnen jetzt im Dungeon. Okay, ob du den Dungeon schaffst. Sehen wir nach der Werbung, bis gleich.